Tagesthema Elektromobilität. Jeden Tag ein Gedanke zur Elektromobilität. Gleich auf dem Kanal von Tesla-Fan. Hallo, hier ist wieder Tesla-Fan mit dem Tagesthema zur Elektromobilität. Abo wäre super, Daumen hoch fürs Video wäre klasse. Weitere Informationen findet ihr unterhalb des Videos, wie diese Links zu den verschiedenen Internetseiten. Da sind auch meistens kleine Videos drin, größere Bilder drin, mehr Informationen drin, also alles, was ihr zusätzlich gerne wissen möchtet, findet ihr meistens auch dort drunter. Dann gibt es den Weiterempfehlungslink für einen Tesla. Wenn ihr das möchtet, könnt ihr dort den nutzen, müsst darüber einsteigen und könnt euch einen Tesla bestellen. Und dann bedeutet das, dass ihr 1500 Kilometer Supercharger frei bekommt. Hinterher den zu nutzen ist allerdings meiner Meinung nach nicht möglich. Ja, falls ihr schon bestellt habt und ihr wollt das probieren, müsstet ihr mit einem Verkäufer von Tesla sprechen. Es ist immer eine recht schwierige Sache, was ich bis jetzt gehört habe. Aber versuchen sollte man das auf jeden Fall, weil 1500 Kilometer ist jetzt kein weltbewegende Zahl. Aber immerhin, das ist doch immer das Vergnügen, wenn man mal eine Kleinigkeit auch umsonst bekommt. Ja, kommen wir zum Tagesthema. Und das Tagesthema heute ist Kia. Ich habe ja so jetzt Tesla, VW und heute habe ich mal gedacht, mache ich mal ein bisschen was über Kia. Denn bei Kia entwickelt sich auch eine ganze Menge. Schwestermarke Hyundai ist ja eine ganze Menge auch los. Aber bei Kia eben gerade auch. Und Kia hat jetzt den neuen Kia CV vom Prinzip her in der Pipeline, der, ja, ich schätze mal, auf der Basis von dem IONIQ 5 höchstwahrscheinlich gebaut wird oder dieselbe Basis mitnutzt, die auch der IONIQ 5 hat. Daher kann man schon sehr viel von diesem Fahrzeug erwarten. Auch wenn man sich jetzt ein kleines bisschen so die Form anguckt, wird das eben Kia Spezial eben ein kleines bisschen anders aussehen als beim Hyundai natürlich. Meistens ist Kia ja ein kleines bisschen größer als Hyundai bei den Fahrzeugen. Das muss nicht immer der Fall sein, aber wenn man sich jetzt den Hyundai Kona anguckt oder man guckt sich den Kia Niro an, dann ist der Niro ein kleines bisschen größer. Das heißt, so ein bisschen der Unterschied ist zwischen einer etwas kompakteren Sache und einer größeren Sache ist meistens der Hauptunterschied zwischen Kia und den Hyundais. Zumindest ist es mir bis jetzt aufgefallen, kann natürlich bei anderen Fahrzeugen sich doch etwas anders widerspiegeln. Ja, was ist denn mit dem Kia CV zu erwarten? Ja, als erstes natürlich die Größenordnung wird ähnlich sein wie bei dem IONIQ 5. Der Wagen soll irgendwann dieses Jahr noch herauskommen. Die Preise sind noch nicht ganz klar. Man geht aber nicht davon aus, dass der Wagen unter 35.000 Euro kosten wird. Das heißt, man wird eher davon ausgehen können, dass er knapp über 40.000 anfängt, die Fahrzeuge. Die Reichweite soll allerdings bei 500 Kilometern liegen, was wirklich super ist. Also Reichweiten, die 500 Kilometer geben, die sind aus meiner Sicht wirklich langstreckentauglich. Zusätzlich kommt die 800 Volt Technik damit hinein und dadurch können diese Fahrzeuge einfach in 20 Minuten von 20 auf 80% laden und damit sind sie super schnell aufgeladen und man kann sofort weiterfahren nach einer wirklich kurzen Pause, die man macht. Ja, es gibt die großen Displays natürlich im Fahrzeug und genügend Platz für die Leute. Bei dem Hyundai ist es ja so, dass man die Rückbank noch verstellen kann, sodass man einen größeren Kofferraum oder einen kleineren Kofferraum haben kann. Je nachdem, was für Personen mitfahren, kann man das dann auch noch anpassen. Ich denke, bei Kia werden auch verschiedenste Ideen sich widerspiegeln. Wie sieht das denn allgemein bei Kia aus? Ja, Kia ist vom Prinzip her mit seiner Forecast davon ausgegangen, dass die Anzahl der Fahrzeuge, die sie verkaufen, weiter steigen. Im Jahr 2021 peilen sie knapp 3 Millionen Fahrzeuge an, wobei die normalen Verbrennungsfahrzeuge mit fast 2,6 Millionen schon eine große Anzahl der verkauften Fahrzeuge darstellen. Die rein elektrischen sind mit 104.000 avisiert. Das bedeutet, man versucht eben über 100.000 Fahrzeuge im elektrischen Bereich zu verkaufen. Die Plug-ins liegen so bei 60.000, 59.000 Fahrzeugen. Und die internen Hybriden, die sollen bei 150.000 Fahrzeugen liegen. In den Jahren 2022 geht die Anzahl der elektrischen und der Plug-ins weiter hoch, dass der Anteil größer wird, aber trotzdem bleiben noch die Verbrennungsmotoren mit einem erneuten Anstieg der Verkäufe bei fast 3 Millionen.
Das kehrt sich erst um mit in 2026, wo man weitere Erhöhungen von Verkaufszahlen erwartet, wobei aber dann die elektrischen Fahrzeuge bei fast 600.000 Produktionseinheiten sind. Und das ist natürlich dann schon ein Sprung von 22 mit knapp 160.000 Fahrzeugen auf knapp fast 600.000 Fahrzeugen. Und im Jahr 2030 soll dann der Verbrennungsanteil bei 60% liegen und die restlichen Fahrzeuge sollen eben dann also die restlichen 40% sollen aus Hybriden bzw. Plug-in und rein elektrischen sein. Wobei man davon ausgeht, dass die Hybride Tatsache auf fast 700.000 Fahrzeuge steigen. Ich weiß nicht, ob diese Prognose wirklich hinkommt, weil doch unheimlich viele elektrische Fahrzeuge auf den Markt geworfen werden und insofern die Infrastruktur sich immer mehr verbessert. Leute, die elektrisch gefahren sind, meistens nicht mehr zurückgehen auf den Verbrennungsmotor, weil einfach das Fahren mit einem elektrischen Fahrzeug sehr angenehm ist. Daher könnte ich mir vorstellen, dass sich die Verkaufszahlen nicht so entwickeln, wie Kia sich das vorstellt, sondern eher, dass im elektrischen Bereich doch die Zahlen etwas mehr nachgehen. Man hat das ja bei Opel gesehen. Opel hatte ja den Mokka E angeboten und auch andere Varianten, weil die ja auch auf einer Plattform da bauen. Und die mussten eben feststellen, dass der Mokka E viel mehr Nachfrage hat als die anderen Modelle. Na, viel mehr ist vielleicht nicht richtig, die über 30%. Auf jeden Fall eine große Nachfrage nach diesen Fahrzeugen besteht und das konnten sie gar nicht mit ihren Produktionskapazitäten vereinen. Insofern hoffe ich, dass Kia eben smarter ist und umstellen kann, wenn eine andere Produktkategorie abgerufen wird. Eine weitere Neuausrichtung ist eben, dass Kia Fahrzeuge ja sozusagen vermieten will, also Vermietobjekte machen will und mit diesen Fahrzeugen, also sozusagen Flotten an offizielle Behörden vermieten, da sind im Fokus ist Russland, ist Spanien, Italien, das sind so die für diese Carsharing-Services ist da sozusagen im Fokus und es ist so ein Abo-System noch geplant, dass man sozusagen Auto-Abo hat und sich dann so ein Fahrzeug nehmen kann. Das ganze Programm heißt Kia Flex und ja, soll eben auch denn in diesen Ländern eingeführt werden. In Korea soll das scheinbar schon laufen. Ja, und dann gibt es eben den Plan, dass man bis 2026 11 elektrische Modelle auf den Markt bringt. Da ist ganz bestimmt aber auch der Plug-in gemeint und nicht nur rein elektrische Fahrzeuge. Denn ich glaube nicht, dass Kia bis 2026 rein elektrische Fahrzeuge meint, sondern sie gehen davon aus, dass das eben elektrische Fahrzeuge, Hybride sind und Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge sind, die dann dort kommen. Ja, und damit sind wir an sich auch schon am Ende. Das war jetzt keine riesige Übersicht über Kia, aber ich hoffe, dass euch das ein kleines bisschen einen Ausblick gegeben hat. Ich bin echt gespannt auf den Kia CV, speziell in den Einstiegspreis. Solange es in Deutschland diese Prämie gibt, sind natürlich so Fahrzeuge, auch wenn sie 40.000 Euro kosten, denn bei 30.000 Euro wieder in erreichbarer Nähe für mehr Personen gekommen. Wenn die Prämie wegfallen sollte, würden diese Fahrzeuge gleich zurückfallen und wieder Verbrennungsfahrzeuge weiter in den Fokus stehen. Daher glaube ich, dass man schon sich überlegen muss, wie man auf Dauer eben diesen Move vom elektrischen Fahrzeug zum hinbekommt. Und da denke ich, das ist noch eine Herausforderung insgesamt, weil die elektrischen Fahrzeuge zumindest im Einstiegspreis häufig doch noch ein kleines bisschen teurer sind als die Verbrennungsfahrzeuge. Andererseits sehen wir, wenn Tesla jetzt mit seinem Fahrzeug kommt für 25.000 Euro und auch VW der ein Fahrzeug mit 25.000 Euro bringt, denn der Dacia kommt, der ja unter 20.000 Euro kosten soll, dann wird man schon doch einen größeren Druck auf die Verbrennerfahrzeuge, auch wenn man keine Prämie hat, ausüben. Allerdings, bis denn ein Fahrzeug, so wie der Sorento von, Ich glaube Sorento von Dacia, der für 7.000, 8.000 Euro zu kriegen ist,
ein elektrisches Fahrzeug in dieser Preiskategorie darzustellen, das ist, glaube ich, noch eine Herausforderung, die noch ein bisschen auf sich warten lässt. Ja, das war's aber. Bis zum nächsten Mal, euer Tesla-Fan.